Okay, cool. Schmolli, hast du eigentlich schon mal unsere Formate hier ab und zu mal schon mal was gesehen oder bist du das erste Mal bei uns hier? Nee, ich habe schon das ein oder andere Okay, reingeschaut, ja. dann dürfte ja dir der Fragenhagel nichts Neues sein. Und den Ja. hat diesmal, oder eigentlich wie immer, der Tom vorbereitet. Und der macht ja dazu jetzt auch das Intro. Also, Tobi, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ich stelle relativ kurze Fragen, am Anfang entweder oder Fragen und nachher so ein bisschen offenere Fragen. Und du darfst so schnell wie möglich und so gut wie möglich auf die Fragen antworten. Also, sobald dir was einfällt und so kurz wie möglich, das wollte ich auch noch sagen. Genau. Ja, auch viel mehr ist eigentlich gar nicht. Herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Tobias Schmollinger von der SG Altdorf Mühlen. Altdorf oder Mühlen, Tobi? Adolf. Blau oder Weinrot? Blau. Kopfballtor oder Tor mit dem Fuß? Kopfballtor. Elfmeter oder Freistoß? Freistoß, ganz klar. 40 Tore schießen oder Meister werden? Meister werden. Hefe oder Helles? Hefe. Landesliga oder Bezirksliga? Bezirksliga. Mit welchem deiner Teams würdest du gerne nochmal eine Saison spielen? Die Frage beantwortet sich ja selber, oder? Also ja klar, SG vermutlich, aber wenn du jetzt ein Team nennen könntest aus den letzten oder aus deiner aktiven Zeit, welches war wirklich die geilste Mannschaft so, mit der du gespielt hast? Dann muss ich sagen, das war das Aufstiegsjahr in der B-Jugend, in die Verbandsstaffel damals. Größter Erfolg der Jugend, ja. Das war eigentlich sehr cool. Das war damals richtig cooler Erfolg, ja. Geil. Was ist dein Lieblingsderby? Lieblingsderby Altdorf gegen Dippesee. Wichtigstes Tor deiner Karriere? Es war vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es war sehr cool. Das allererste Landesligaspiel, das 5 zu 4 gegen Mülheim in Altdorf. Hört sich auf jeden Fall gut an. Mein Spiel des Lebens war gegen. Mülheim in Altdorf, das erste Landesligaspiel. Geilstes Spiel der vergangenen Saison? Da muss ich passen, da haben wir zu oft einen Scheiß gespielt. Auf welches Spiel freust du dich in dieser Saison am meisten? Ganz klar, Wittedorf. Die SG Altdorf Mühlen wird am Ende Meister, weil. Wir eine sehr geile Truppe und einen super Zusammenhalt haben. Am Ende der Saison belegt die SG Altdorf Mühlen den Platz. Nummer 1. Jawohl, jawohl. Ich kurz Also immer noch. überlegt, ob du zwei sagen sollst, gell? Ja gut, jetzt ist der Druck bei euch. Naja, der Marco hat letzte Woche auch eins gesagt, oder? Das Natürlich, muss ich passt. ja sagen. Ja, spätestens dann haben wir ja eine gute Pattsituation. Naja. Also das Doppelinterview nach dem letzten Spieltag sehe ich auf jeden Fall.